Ihr Lieben, ihr wisst ja, was letzte Folge passiert ist. Crystal Island, Staffel 12, Storm hat mein Green Sox gekillt. Aber, und das hat der Dorfzicke mitgenommen, damit er die auch noch killen kann. Ja, das war der aktuelle Plan. Wir sind eigentlich auf der Suche nach einem Megatherium, ne? Ja. Wir haben echt viele gefunden bis jetzt. Ja. Wir haben mega Auswahl. Also ich nehme den einen, nicht den anderen. Mindestens. Aber jetzt mit dem Griffin geht das natürlich ein ganzes Stückchen schneller. Aber dann haben wir natürlich dieses wie nennt man das? Das Feeling einfach dieser Tour nicht mehr. Da laufen wir geradeaus. Da kommt ein Archie runter. Guck dir mal den Archie da an. Rechts von dir. Oh, wow. Ja, es geht. Also der hat zwar tolle, aber irgendwie das Grün passt mal null. Das ist so. Oder ja, deswegen, ja, du magst doch diese Farbe, die nicht dazu passt. Das Level hat denn der Kollege? 20. Warum hat er es? Warum hat er dieses Level? Warum hast du dieses Level? Boah, 329 und Frutsch. Ich habe übrigens in der Zwischenzeit, wo wir von der letzten Folge gecuttet haben bis zu dieser Folge, haben wir ungefähr 15 Minuten gequatscht. Ich habe Forced gefeedet, also das heißt ein bisschen hochgeheilt. Guck mal, wo ich gerade bin. Ich habe jetzt 15 Minuten das blöde Vieh hochgeheilt und der hat gerade mal über die Hälfte. Das geht voll langsam, ey. Geht das auch. Boah, hier hinten ist ein knallroter Bronto. Ein Bronto mit grünen Füßchen. Wir haben gerade eben noch so mal ein bisschen über neue Games geredet wieder. Hatte ich ja schon in der letzten Folge gesagt. Immer so, wenn wir so eine kleine Pause haben, reden wir über neue Games. Und da haben wir gerade noch mal drüber geredet. Ich habe Quellfiat Keeper angefangen. Ah, oh, Dreck verliebt. Ich habe angefangen zu zocken, ein, zwei Stündchen. Ich bin bei 2 Stunden schon. Ich habe noch nichts erreicht. War voll geil. Du hast aber auch gesagt, du hast dir Raft gekauft. Ja, Raft, Terraria und Stardew Valley. Und Raft hatte ich dann nochmal gesagt gehabt. Raft habe ich damals geletzplayt, wo das noch keiner kannte. Aber wirklich keiner. Da gab es auch keinen Gronkh, der das gespielt hat oder sowas. Das konntest du damals auf so Seiten runterladen. Das sind so Seiten, wo die kleinen Entwickler keine Publisher haben. Dann ist er so ein kleiner Daniel oder sowas wie ich, hab jetzt was Kleines programmiert und setzt das dann da rein. Dann können das die Leute wie Let's Player, irgendwelche Let's Player, die das können, das runterladen. In der Hoffnung, dass sie das dann auch Let's Playen und dann ein bisschen Werbung machen. Und ich habe das dann damals runtergeladen. Ich fand das Spiel einfach cool und habe das auch Let's Played. Ich glaube, das gibt meine 30 Folgen. Ich glaube, 30 Folgen habe ich gemacht. Und dann kam plötzlich die Steam-Version raus. Und die Steam-Version wurde komplett überarbeitet. Die hat nichts mehr mit dem alten Entwickler und mit dem alten Spiel zu tun. Also immer noch das Prinzip Floß, Typ auf dem Floß, Haken werfen, Holz, bauen, fertig. Aber dann kam ja noch Multiplayer dazu. Damals gab's das nicht, Multiplayer. Dann gab's die Figuren sind ja auch so kindisch jetzt angehaucht. Damals gab es gar keine Persönlichkeit, das warst du einfach, nur als Singleplayer. Und jetzt kann man ja auch Inseln besiedeln oder besuchen oder sowas, das ja, gab es damals auch nicht. Da auch alles. Also damals gab es wirklich nur du, das Floß und der Hai. Fertig. Das war das. Und es gibt jetzt Unterwasserbooten, alles glaube ich auch noch. Ja, siehst du, damals warst du wirklich, ist deine Welt das Floß gewesen und das musstest du dann so gesehen auch aufbauen. Oh, schade. Megatherium gefunden. Ja? Beach Blau. Ja? 16. Ja, 16. 16 ist, ja, die Entwickler haben, glaube ich, Spaß mit Level 16. Wo bist denn du gerade? Ich bin gerade auf Koordinatus 45, 52. Okay. Also Richtung Redwood. Redwood Forest. Redwood, / Kirschblütenwald. Da drin. Oh, Familie voller Raptoren wieder. Na, egal. Oh, das sind aber viele. Wie viele sind denn das? Gehe ich mal außen rum. Oh, hier ist ein hübscher Bronto. Der rote mit grün und der neben der mit grünen Füßen? Ja, der sieht echt hübsch aus, der grau-grüne. Ja, das sieht voll gut aus. Hallo, welches Level haben Sie? 108! Der grüne. Wilson. Ja, Bronto ist schon cool, ne? Aber was? Das war richtig geil Farben.
Ja, dann kommen wir den Server mal richtig schön zum Lecken. Das passiert nur bei öffentlichen Server, wo viele Leute drauf sind. Oder wenn wir wie Staffel 3 mal wie ein Stunde übertreiben und 25 auf 25 stellen. Ja. Farm, 7000 Bären. Ein Schlagserver-Lag. Ich hab nichts gemacht. Ja, der Bronto ist echt eine Überlegung wert, ne? Weil der einfach nur schon mal richtig cool aussieht. Welche Level hast du denn, Kollege? Ich glaube, die haben einen kleinen Klatsch gehabt, ne? Die Entwickler. Alle haben Level 16. Alle anderen farbigen. Was hast du für ein Level? 68. Also, es hat Arke so bestätigt, dass es mit Absicht ist, dass schöne Tiere. Low-Level sind. Ja. Ja, die wollen das ja so machen, dass du eigentlich. Soll es ja sowas wie so das siebte Ei sein. Die siebte Ei, also siebte. Im jedem siebten Ei eine Überraschung, so. Also, dass du guckst, suchst, siehst ganz viele tolle Tiere und dann irgendwann ist dann mal einer von diesen was ganz besonders Tolles. Aber auch gleichzeitig, wenn du bunte Farben hast, Low Level, sollst du sie auch vielleicht züchten. Ich guck gerade mal, ich habe hier ein Argentavis für dich, echt ein super Argentavis. Level 20. Ja. Der ist so hübsch. Der ist beim Pronto gerade. Jetzt nicht, ich hab jetzt keine Lust auf dich hier weg. Also, ich habe 252 Pfeile. Ja, wieso denn erstmal Megatherium? Okay. Guck mal, komm mal zum Kirschblütenwald von Bronto aus. Ja, ich brauch kurz das Stamina. Da fliegt nämlich ein Argentavis, der müsste eigentlich komplett schwarz sein und hat überall so rote Streifen, also. Schwanzflosse hinten ist rot, dann so ein paar Federn sind rot. Schwanzflosse. Schwanzflosse Schweif. Haben nur Fische. Oje. Hier ist ein Alpha T-Rex. Was? Hier ist ein Alpha T-Rex und ich glaube, ich gucke mir mal ganz kurz das Level an. Der ist so hübsch. Oh, ich würde den so gerne zähmen. Level 16. Direkt bei den beiden Brontos direkt links abgewogen zum Kirschblüt. Oh, bist du eins weiter und dann den Kirschblüt rein. Ja, Sekunde, ich muss mal ganz kurz hier weg. Also, ich komme mal zurück zum Bronto. Ja, da warst du doch da rein. Ich würde den ganz ehrlich killen, den Alpha, aber wir haben keine Tiere dafür, ne? Ach, doch, du könntest den killen. Da bist du, hallo. Ja, hallo. Du könntest den killen. Ja, könnte ich. Der ist jetzt hier rechts in den Wald rein. Du siehst ihn schon. Oh, da ist der rote Archie. Ehrlich? Willst du mich angreifen? Oh, jetzt nicht, nein. Ja, rot-schwarz, richtig gute Kombi. Ja, ich sehe. Ja, wofür denn? Kannst du schon mal anfangen, das dauert ja was? Weil ich würde nicht dabei bleiben. Ich brauche es mir auch so. Ich muss mich dabei sein, ich muss mir diese 60 Level mitnehmen. Raptor, fick dich. Entschuldigung. Der hat mich gerade in Richtung Alpha Raptor gekickt, wo ich keine Ausdauer habe. Alpha T-Rex meinst du? Alpha T-Rex, ja. Okay. Oh, der ist hübsch. Verdammt. Ich überlege gerade, ob ich jetzt auf dem Dings drauf sitzen sollte oder absteigen sollte und lieber die XP selber mitnehmen. Bei kriegst du die XP und davon interessiert dich nur so ein Teil davon geschert. Ups, wurdest du gerade angegriffen? Ja. Ah, du hast Schaden gemacht, 329, ne? Ich könnte schießen auf den. Ich hab ja einen Longneck. Ganz von der höheren Position aus. Hier ist Ups, das sollte ich glaube ich jetzt nicht machen sollen. Oh Gott! Sind denn mehr? Ja. Oh fuck. Oh, der ist verdammt schnell. Oh fuck, das war's, ey. Ne, ab mal. Na, oder auch nicht. Oh fuck, der ist schnell, ne? Oh, er hat abgedreht. Ja, weil ich gelandet bin extra gerade für dich. Ich muss weg, weil Ausdauer ist nicht gerade mehr. Schaffst du. Komm ich hier hoch? Wenn ich hier aber hier hochkomme, dann kommt der auch hier hoch. Okay, ich gehe wieder weg hier. Ich muss halt mit einem Ausdauerhaushalt aufpassen, weil der hat ja nicht viel. Ich gehe auf 600 Ausdauer hoch. Hoffentlich hier oben nichts, was mich jetzt angreifen kann. Aber ich glaube, wenn ich den alleine kille, brauche ich mindestens 10 Minuten oder so. Bring den mal ein bisschen näher, bitte. Hier an die Klippe.
Oh, das sind noch mehr T-Rex, da wo du jetzt gerade bist. Und die Klippe hier? Ja, bitte, ja. Damit ich was davon auch was haben kann, verhalten. Passiv. Puh, das wird jetzt interessant, den zu killen. Ich hoffe also, ich verbacke mich nicht in denen, das ist halt die größte Sorge. Und ich bin drauf gelandet. Ja, moin. Ja, solange du nicht drauf gelandet bist und bleibst dann da drauf, ist alles gut. Ich sehe den nicht. Jetzt hab ich ihn. Außer noch da. Kommt der hier hoch? Niemals. Nein, alles gut. Ja, man weiß ja nie, was hier passiert. Doch, er ist ernsthaft. Was war's? Die Morphodon. Was wollte der denn bitte? Von mir, ich hatte während des T-Rex angegriffen, die Morphodon erwischt. Voll aggro. Soll ich mal mein Noch einer. Zum Glück habe ich den Dings abgestellt. Ich bin gleich tot, ey. Du oder der? Ich. Okay. Das ist egal. Dann bauen wir ein Bett auf, Dex. Ich habe keine. Oh. Ich habe ultra kalte Nippel. Euch auch. Boah, der ist voll wütend. Hier oben schnell ein Bett zusammen zu kratzen. Ich habe auch ein paar Sachen dabei, ne? Also hier, ich glaube. Ja, ich habe Fasern habe ich dabei, Leder habe ich dabei, Holz und, also das Wichtigste, Holz und Dings. Thatch. Spitzhacke. Spitzhacke, auf die Leiste. Ja, den dürfen wir uns nicht nehmen lassen, den T-Rex. Aber der ist irgendwie gerade verschwunden. Oh Gott, gleich hochgelaufen. Ja, die haben das ja irgendwann mal geändert, haben sie dann, dass die auch die Wege suchen. Und der kann hier hoch. Weil hier ist er nicht mehr an der Kante. Oh, mein Gott. Ich habe mich gerade voll erschreckt. Ich höre diese blöden. Wow, voll daneben. Die blöden Tiere. Ah, ich habe auch nicht viel Schuss. Ich dachte, glaube ich, nicht auf die. Ich habe 224 noch. Hast du eine bessere Flinte? Nein. Ich habe die mal in Munition reingetan in die. Tierchen. Schmeißt du gerade was weg? Achso. Ja. Ich habe das alles aufgehoben. Das ist Steindinger. Also. Dex, du kannst vielleicht noch ein paar neue Betten bauen. Hast du Material? Bisschen was, aber viel Touch. Ja, das hätte ich sterbe in 0,3 Sekunden. Achso. Deswegen, ich hab 0 HP jetzt. Du bist ja schon voll die Flasche, ne? Ja, voll, hab ich von dir gelernt. Voll ein Momöschen, echt, ey. Ein bisschen Kälte hier. Ja, du schwebst irgendwie setzungsweise immer, wenn ich dich anschieße. Ich verstehe das auch nicht ganz. Ja, ne? Hat Anschießen so an sich manchmal. Ich habe meine ganzen Materialien, die ich habe, in das Tier reingepackt. Muss ich grüßen. Boah, ich habe gerade irgendwie ein bisschen Orientierungs. Oh nein, ey! Ich schmeiß mir echt mein Möchtegern Phoenix ab. Ich wollte eigentlich auf mein. War klar. Das kennen wir ja. Sucht Roberto Blanco. Wer ist Roberto Blanco? Bitte Staffel 1 gucken. Nee. So, okay, jetzt ich komm mal was bauen, ne? Ach, stimmt, was ich sagen wollte. Keine Ahnung, die Spiele habe ich mir halt geholt, weil es gerade ein Angebot waren, die ganzen Spiele. Dann plus 5 Euro Rabatt hast du noch zusätzlich bekommen. Wenn du halt 30 Euro machst, habe ich gesagt, komm, zieh ich Raft auch mit, wollte ich eh mal spielen. Ja. Terraria fand ich cool, ist auch Multiplayer, hatte ich. Terraria habe ich damals ganz am Anfang gekauft, weil dieses Minecraft-Feeling war einfach zu stark. Habe es aber nicht sehr oft gespielt. Fand ja, 35 Minuten. Ich fand das. Ich weiß nicht, ich war so eigentlich total Minecraft geil gerade in dem Moment und dann habe ich das gespielt und war nicht wirklich sehr davon angetan. Ja, aber du halt mehr auf Minecraft gebildet. Richtig. Bist. Das ist nicht Minecraft. Metal zwar hat zum Beispiel 21 Stunden gezockt. DJ 2. Aber Starry Valley habe ich ultra Bock drauf.
Okay. Stardew Valley und halt Curve Yard Keeper. So drei Betten ja. Reicht. Ja. Und sonst. Ein Lagerfeuer aufstellen? Ja, wollte ich auch gerade machen. Mir fehlt Feuerstein. Warte, ich hole was. Bring mal auch ein bisschen Holz noch mit. Bring mal irgendwas mit. Ja, ja. Irgendwas? Okay, Sekunde. Alpha T-Rex, drei Raptoren, ein Bronto. Ja, bring mal alles mit. So, also ich muss mal ganz ehrlich sagen, Herr Chibi, du verschwindest jetzt gerade mal in the Tash. Pikachu! Ah! Ab Pikachu in die Tasche mit dir. Ist er immer noch da? Oder hat er sich verzogen jetzt, Digga? Da ist er. Ich sehe sein Schwänzlein schwänzeln. Ein Schwänzlein schwänzeln zum Schwänzlein schwänzeln. Ein kleiner Schwänzler. Da ist er. Hier, entgriffen. Komm her. Was ist denn mit dir? Jetzt komm doch mal, jetzt habe ich ja schon in den Schwänzlein geschwänzelt. Kante, böse Kante. So. Ich nehme mal das mit, das mit, das mit, das mit. Ansonsten nehme ich auch das mit. So, oh, ich bin gerade voll erschrocken. Ich habe gerade gedacht, dass ich runterfalle. Das wäre schön gewesen. Ja. Dann hätte ich wenigstens ein bisschen laufen können. Lauf, Dex, lauf! Zeig, was du kannst! Alpha. Hm, was fehlt denn echt? So, du hast mir echt so wenig Strom mitgenommen, mein Herrn, ey. Meine Herren, einmal mit Provision, einmal. Malatine? So Malatine? Hallo, Herr Alpha King. Bring den mal hier so ein bisschen auf die Prärie rüber. Zieh den einmal. Ja, wenn ich ihn finden würde. Hä, der stand doch an der Kante hier. Ja. Da ist er. Bring ihn rüber in den Schuft. Erstmal Ausdauer vor, wieder der vollen. Weißt du, was du skillen kannst mit dem Kollegen, ne? Oh, ich brauche echt noch eine Ceiling hier, einem Dach, wäre Dachplatte mehr. Jetzt komm ich an. So, Headshot. Ich glaube, ich bin zu weit weg. Da hatte ich einmal gebissen, ne? Ja. Was? Das war mit Speed. Brauchst du wieder? Ich will mal was testen. Ich will mal was testen. Ich will mal ganz kurz den möchte gern. Den möchte ich. Weil du weißt ja, wenn die. Wow, du bist das hier. Du weißt ja, dass die. Ah, jetzt das Problem. Der soll ja fliegen auf den. Und nicht der Baryonyx. Wenn ich mich jetzt pfeife, attackieren, dann greifen die alle an. Ja, dann machst du es einfach so in der Gruppe einstellen. Ich hasse Gruppe einstellen. Ich lasse das jetzt. Ich habe echt keine Lust. Ach, das geht schnell. Eine Sekunde, mach mal. Das geht 3 Sekunden. Aber das ich hasse das mit dem blöden Gruppenschrotte. Ja. Da ist der. Muss den wohl, glaube ich, erstmal. Passiv. Ich will, dass der soll, glaube ich, den Alpha-Namen bekommen. Weil die Phoenix, nicht die Phoenix, die, wie heißen sie? Die Morphodons, die, wenn die im Kreis fliegen, dann können die T-Rex eigentlich nicht zubeißen. Aber es kann sein. Bring den mal hier rüber, sonst sehen wir ja nichts. Wo ist denn der jetzt? Der stirbt ja schon beim ersten Biss. Ja, es passiert, was ich dachte. Bist du festgebackt? Ne, noch nicht ganz. Okay, der Demophodon ist schon mal tot. Ich glaube, der Möchtegern ist gestorben, weil der nicht im Kreis fliegen konnte. Weil der T-Rex, glaube ich, auch mit dir zusammen festgebackt ist, ne? Weil wenn der T-Rex sich nämlich im Kreis dreht für den, bring den mal hier rüber, auf die Prärie. Ich kann nichts tun. Ja, ich komme.
Wenn er halt möchte, er zieht sich halt mal die Akku nicht von mir. Vielleicht steht gerade auch kurz. Nein, lieber nicht. Auch aus. Wow. Oh, jetzt. Okay, er hat mich gebissen von da. Okay. Du musst immer versuchen hier auf die Prärie, ich kann sonst überhaupt nicht zu hier. Er will halt nicht. Das ist ja die Sache. Er will nicht mitkommen. Kannst du mich packen? Du kannst mich doch packen, glaube ich, ne? Da kann ich mal nicht mehr zu. Kannst nichts mehr machen, ja. Ich kann ja gerne auch nochmal so ein bisschen leiser. Ja, so sehen wir wert. Treffe ich den wenigstens in seinen dicken, fetten Popo. Kopf. In den Schuh geschossen. Ja, schön und doppelt sogar. Wo will denn der hin? Mit. Der Ausdauer. Der ist voll schnell. Der ist voll schnell. Wir müssen, glaube ich, mal Tameable Alphas machen. Die Alphas sind ja nachher nicht mehr so stark. Die sind dann einfach nur noch Standard, aber die haben einfach dann diese diese Farbe einfach. Das ist. Ich habe die Alpha schon echt vermisst hier auf Genesis. Mhm. Ich wollte gerade sagen, kommt hier hoch. Voll wütend ist der. Er wollte zubeißen. Hab ich gehört. Hab ich jetzt genau gehört. Kommt er hier hoch? Ich habe mal voll Angst, dass er hier hochkommt. Er kommt wieder auf die andere Seite abgehauen. Wieder. Da ist er. Oh, das dauert Ewigkeit. Der hat bestimmt maximal Leben vielleicht. Ah, scheiße, voll Leben. Meinst du, wir sollen ihn lassen? Ich könnte ihn irgendwann krieg ich tot, aber es brauchen wir so 2-3 Aufnahmen. Ja, wir können doch, warte mal. Ich fahre mal. Gibst du die Daten da durch? Ja. Okay. Hä, mach ich Schaden? Ich sehe das nicht. So, wird das nicht angezeigt. Ich treffe den, aber es kommt keine Zahl mehr. Ich treffe den doch. Aber doch, irgendwie? Da ist da gewesen. Ich sehe keine. Das ist, glaube ich, zu weit weg für die Zahlen. Ja, ist gut, dass er gerade ein Kentro anbeißt. Das freut mich. Muss auf deine Links achten, ne? Ja. Vor allen Dingen kein Interesse an dem blöden Kentro. Huh? Und verschwunden. Aus meiner Range. Da ist schon blutig. Gut blutig. Ausdauer, füllen Sie sich schnell. Ich will, dass der nach hier kommt. Ich krieg sonst die XP nicht mit. Ja, ich mach grad nichts, aber ich glaube, du musst rüber. Ich habe auch Angst, der ist noch zu stark. Ja, stimmt. Juhu! Nachher kommt der. Ja, krieg ich leicht halt nicht aufgelassen. Jetzt ist er. Komm mit. Ich sehe nicht, dass du Schaden bekommst. Was ist denn los? Du bist wirklich zu weit weg, glaube ich, ne? Ja, jetzt da. Du warst wirklich zu weit weg. Ich finde so geil, wie der mal hier hochguckt, wenn ich den anschieße. Kommt hoch. Oh, der kommt wirklich hoch, oder? Geht er wieder runter. Oh Gott, runter. Ich hab... Ich war gerade so nervös, dass ich gerade loslaufen wollte.
Habe ich dich getroffen? Nein. Ich glaube nicht. In den Schwänzli. Okay. Ausdauerring. Wo ist er? Da ist er. Komm mal her! Komm her, du! Die Schifft! Das muss ich den Alphas immer sagen, die haben echt einen an der Schüssel. Die laufen ja immer wie die Irren hin und her, ne? Wallback? Versucht mich da rüber zu bringen, wieder zurück? Da hin. Ja, ja, ja. Kommt und geht wieder ab. Oh, mit dir! Aua. Ah, daneben. Ich wollte ihn in den Unterkiefer schießen. Ah, zu weit weg. Soll ich mal mit dem Barry jetzt so hinterherkommen? Hier wird hier gerade jemand gelandet. Ja, Seidenschnabel ist da, Benny. Der gelandet. Ja, ich hab ihn gekillt! Ich habe T-Rex gekillt. Wie viel Level habe ich dafür bekommen? 8, Baby, yes! So können wir gern leveln. Nochmal für euch da draußen. Ich will das nochmal ganz kurz erklären. Viele fragen immer noch, hä, ich bin jetzt auf meinem Server, habe jetzt Level 60 erreicht und habe aber immer noch keine Tech-Sachen. Leute, das haben wir auf unserem Server so eingestellt. Weil wir nach so vielen Staffeln keinen Bock mehr hatten auf das ewige Endgame warten. Und deswegen haben wir es eingestellt, dass wir das währenddessen schon lernen. Wenn man das dann auch lernen könnte. Also nicht, dass das jetzt irgendwie willkürlich bei uns passiert. Ab diesem Level könnte man das dann eigentlich auch lernen. Und deswegen seht ihr dann bei uns immer meistens, dass wir... Oh, der ist aber echt blutig, das habe ich nicht. Ja, ich habe gelevelt auf Leben noch ein bisschen. Achso, okay. Also jetzt 3000 Leben, 1000 Ausdauer und 181 Millidamage. Ja. Okay. Ich weiß, Leute, es war vielleicht etwas langweilig für euch heute, diese Folge, aber dafür hatten wir jetzt nicht nur Spaß, nicht nur viel Blut, sondern ich viel Ich wette, es war schön für die, haben drauf gewartet, und man stirbt, man fällt runter, komm. Man fällt runter, ja. Ich hab ganz ehrlich gedacht, weil ich hier die ganze Zeit so stand, ganz ehrlich, ich stand die ganze Zeit so, hier, so, und hab gedacht, jetzt kommt die Kim und landet hinter mir und haut mich runter. Ich hab mich immer nur ein bisschen nervös und umgedreht, dass die Kim nicht kommt und dass sie mich jetzt so, hallo Dex, bin da, Dex? Wo bist du, Dex? Okay, ihr Lieben. Bis dann und viele Grüße an liebe Kim. Wir lachen. Ah, nee, wir können ja eigentlich schon wieder moschen. Moschen ist ja auch gut.